Wir haben Samstag, den 26.11.2016, das ist 13.30 Uhr und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 277 Abonnenten und 39.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja? Wie ihr alle wisst, ja, ich bin hergekommen in dieses YouTube-Game, ja, um Millionär zu werden, ja? Ich habe gesagt, von Anfang an, ja, ich werde mir keinen Stress machen, ja, ich werde mir keinen Aufwand machen, ja, mit so wenig Aufwand wie möglich werde ich Millionär werden, ja. Ich werde einfach nur hier sitzen, meine Shisha rauchen und mit euch über irgendwas reden, was mir gerade einfällt, ja. Kein Inhalt, kein Konzept, kein gar nichts, ja, ich kann machen, was ich will, ja, ja. Ich habe gesagt, ich werde niemand anderen unterstützen, ja, weil mir alle scheißegal sind. Wer mir von Anfang an nicht seine Hilfe angeboten hat oder mich unterstützen wollte, den werde ich niemals unterstützen, der kann mich mal kreuzweise, ja. Und, wie gesagt, ich werde niemanden unterstützen, mir ist alles egal, ich gebe Scheiß auf alles und ich werde einfach nur hier labern und Millionär werden dadurch, ja. Eine Menge Leute haben mich ausgelacht, ja, haben gedacht, ich mache mich hier zum Affen, ich blamiere mich hier und es wird eh keiner gucken, ja. Es kann keinen Erfolg haben, es ist zum Scheitern verurteilt, ja, so. Was ist passiert, liebe Leute, ja? In sehr kurzer Zeit, fängt die größte, Darmstädter Tageszeitung Krieg mit mir an, ja. Die haben gemerkt, bei mir läuft, ja, ich habe Klicks, ja, und dann bei denen läuft gar nicht, ja. Ich habe in deren Seite damals angeguckt, bei denen war tote Hose, ja, haben die gedacht, oh, dann nehmen wir mal so ein Fußballvideo vom König vom YouTube und posten es bei uns und machen uns lustig über ihn, ja. Das haben die gemacht, ja. Ich habe natürlich darauf geantwortet und diese Tageszeitung vernichtet, ja. Ich allein habe die Darmstädter Tageszeitung ausgeschaltet, ja. Aufgrund der Berichterstattung dieser Darmstädter Tageszeitung, ja, hat das der komplette Ort Darmstadt mit mir Krieg angefangen. Haben angefangen, unter gewisse Videos Beleidigungen zu schreiben, ja. Auch diesen Beleidigungen habe ich mich angenommen und habe die vernichtet, ja. Ich allein habe diesen Ort Darmstadt vernichtet. So. Dann, nach und nach, kamen einige Hater, verwirrte Menschen, ja, die nicht wissen, was sie zu tun haben in ihrem Leben. Und nichts Besseres zu tun haben, als diverse Videos von mir negativ zu kommentieren, zu bewerten oder zu beleidigen, ja, die nicht verstehen, ja, dass ich mich absolut amüsiere darüber, wenn mich jemand beleidigt bei YouTube, so, die denken, die verletzen mich oder die tun mir weh oder sowas, nein, ich bin da ziemlich locker, ja, und ich amüsiere mich prächtig und ich freue mich sogar, wenn ich beleidigt werde, ich freue mich wirklich, ja, es ist cool, wenn Leute mir was Positives schreiben und es ist genauso cool, wenn Leute mich beleidigen, ja, weil ich kriege dadurch die Klicks. Je mehr Leute mich beleidigen, umso mehr Leute gucken meine Videos an, umso mehr beleidigen mich vielleicht und ich kriege noch mehr Klicks und daran verdiene ich Geld, ja. Ist doch wunderbar, ja. Also wie gesagt, ich bin da vollkommen relaxed und soll mich jeder beleidigen. Ich freue mich wirklich über die Klicks und das Geld, ja. So, liebe Leute, ja. Was passiert weiterhin, ja? Dann haben wir Videos gemacht und es stieg bei uns. Es weiß, so wisst ihr, also die Abonnenten, die kamen, die Klicks, die kamen, die Community kam. Ich habe eine eigene Community jetzt, ja. Ich habe eine eigene Burner TV Army, ja. Bei uns läuft, ja. Wir sind ein Unternehmen geworden. Bei uns geht so, liebe Leute, ja. Viele, die am Anfang an mir gezweifelt haben, sind mittlerweile Arschkriecher geworden, ja. Kriechen mir in den Arsch, ja. Auf einmal suchen die wieder den Kontakt mit mir, weil die wissen, es wird bei uns noch krasser gehen, ja. Ich scheiße auf diese Menschen, die brauchen gar nicht mehr irgendwie an mich zu denken. Die können mich komplett aus ihrem Gedächtnis streichen, ja. Brauche ich nicht solche Menschen, ja. Und, wie gesagt, sehr viele Neider und Zweifler vom Anfang an, ja, sind mittlerweile Arschkriecher geworden, ja. So. Trotzdem gibt es immer noch eine Menge Leute, die nicht an die Sache glauben, die sagen, ey, diesen Scheiß, den du da machst, das guckt sich doch eh keiner an, ja. Keiner hat Interesse an so einem Kack ohne Inhalt, ohne irgendwas, ja. Oh, liebe Leute, ja, also, pass mal auf, ja. YouTube hat mir die Partnerschaft gekündigt, ja, weil die wissen, ich bin ein Medienmogul, ja, ich habe gute Ideen, ja, auch wenn ich keinen Inhalt habe, ich habe hier gute Ideen, ja, ich bin kreativ genug, um dieses YouTube zu zerstören, ja, und sie wollen mir Steine in den Weg legen, ja, weil die wissen, bei uns geht so, es dauert nicht mehr lange und wir sind ganz oben und verdienen hier die Millionen, ja, und die wollen das nicht, ja, weil ich spreche hier Dinge aus, ja, die keiner versteht, ja, weil mir einfach alles scheißegal ist und ich nur Spaß mache und alle das voll ernst nehmen, aber ich amüsiere mich prächtig, ja, weil die das nicht verstehen, dass hier alles, dass man kein Wort ernst nehmen kann, was ich hier sage, ja, aber irgendwie scheinen die zu merken, ja, dass da Potenzial drin steckt und die Abonnenten kommen und es wird immer größer bei uns, ja, deswegen will YouTube mir Steine in den Weg legen und hat meine Partnerschaft gekündigt, ja, für 30 Tage, ja, aber ist ja kein Problem, in 30 Tagen ist es vorbei und dann geht's wieder los mit dem Geldverdienen, liebe Leute, ja, ich habe nicht aufgegeben, ich habe gesagt, wir machen hier weiter, wir ziehen unser Programm durch, ja, und lassen uns hier nicht einschüchtern von sowas, ja,
Und dann, liebe Leute, ist es passiert, ja. Mir kann keiner mehr erzählen, keiner, ja, dass Burner TV ein Niemand ist, ja, dass man diesen Kanal und mich hier nicht kennt, den rechtmäßigen König von YouTube, ja, weil es ist passiert, liebe Leute, ja. Der Tag ist gekommen, an dem mich folgender Brief erreicht hat, ja. Der Umschlag vom Brief sieht so aus, ja, und wenn ihr das sehen könnt, ja, hier, dieses hier, Kriminalität Hand in Hand bekämpfen, Gewalt sehen, hören, helfen, weiterlaufen, was weiß ich, was da steht, ja. Wenn ihr diesen Umschlag kennt, wenn ihr so einen Brief kennt, ja, dann wisst ihr, was das bedeutet, ja. Liebe Leute, feiert mit uns zusammen die erste Anzeige, die Burner TV kassiert hat. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine Anzeige. Und zwar sieht die so aus. Eine Vorladung, sehr geehrter so und so. Im Ermittlungsverfahren wegen folgender Straftat, Beleidigung gemäß Paragraf 185 StGB und Belästigung der Allgemeinheit gemäß Paragraf 118 OWIG, bla 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 bla. Es ist beabsichtigt, Sie als Beschuldigten zu vernehmen und so weiter und so fort, ja. Liebe Leute, die erste Anzeige ist da, ja, wegen Beleidigung. Und ich frage mich wirklich, wen ich hier beleidigt haben könnte. Ja, da steht nicht drauf, wer mich anzeigt, ja, und wen ich beleidigt habe. Steht nicht drauf, ich habe keine Ahnung, wer, wie, was, wo. Und, ja. So weit sind wir schon gekommen, liebe Leute. Dann soll mir keiner erzählen, ja, Burner TV wird nicht geguckt. Anscheinend wird es sehr, sehr, sehr wohl geguckt, ja, wenn hier schon eine Anzeige reinkommt. Und, vor allen Dingen wegen Belästigung. Belästigung der Allgemeinheit, ja. Anscheinend, gibt es Menschen, Gruppierungen, ja, die mir eine solche Macht zuschieben, ja, dass ich in der Lage bin, die Allgemeinheit zu belästigen, ja, auf einem YouTube-Kanal mit 270 Abonnenten und pro Video im Schnitt 30 oder 40 Klicks, ja, habe ich aber die Fähigkeit, die Allgemeinheit zu belästigen, ja. Ich frage mich wirklich, wie das gehen soll, ja, weil es ist ja nicht so, als müsste jeder Mensch hier der Welt jedes Video von mir angucken, als könnte man Videos nicht wegschalten oder sonst was, ja, aber Hauptsache, ich belästige die Allgemeinheit, ja. Fühlt ihr euch denn belästigt, ja, von mir, ja? Und wenn ja, schreibt mir warum und wenn nein, schreibt mir warum nicht, ja. Und ich habe aber wirklich keine Ahnung, ja, was das jetzt für eine Anzeige ist. Ja, ich war ja ein bisschen schockiert, als ich das bekommen habe. Nicht schockiert, überrascht. Weil ich wüsste jetzt nicht, wen ich beleidigt haben sollte. Ja, gut, dieses Darmstadt-Problem. Ich habe Boris Becker zu einem Tennismatch herausgefordert, auf Leben und Tod. Ja, also wenn er mich jetzt anzeigen sollte, dann muss er wirklich pleite sein, wenn er sich da ein paar Euro von meiner Anzeige da erhofft, ja. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ich weiß nicht, wer uns hier anzeigt, ja. Und ich habe eine Vorladung, ich habe einen Termin, wo ich hingehen muss. Und dann werde ich das wahrscheinlich erfahren, ja. Aber bis dahin, ja, habt ihr eine Idee? Weil mittlerweile, ich habe 200 noch was Videos gemacht, ich habe keine Ahnung, was ich hier rede, ja. Ihr wisst, ich laber irgendwas, ja. Und ihr kennt die Videos mittlerweile besser als ich, ja. Ist euch irgendwas aufgefallen, wen ich beleidigt haben könnte? Ja, oder wen ich, was ich gesagt haben könnte, dass sich irgendjemand so genötigt dazu fühlt, eine Anzeige gegen mich zu erstatten, ja. Ich habe echt keine Ahnung. Es ist ziemlich verwirrend ein wenig. Und ja, in dem Sinne, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, wer das ist, ja. Ich werde in ein paar Tagen mehr erfahren. Dann werde ich das natürlich euch mitteilen, ja. In diesem Sinne, ja, am 28.11.2016, das ist 15.22 Uhr, habe ich gesagt, ah, bin ich blöd, am 26.11. 13 Uhr noch was und jedenfalls, viele, viele Menschen wollen uns klein halten, weil die merken, ja, wir erreichen hier was, wir steigen, ja, wir kriegen Macht und Einfluss und die wollen uns unterdrücken, liebe Leute. Seht ihr, was für Mittel jetzt schon kommen, ja? YouTube-Sperrung, Anzeigen, Hater, Tageszeitungen berichten, ja, ganze Ortschaft sucht den Krieg und so. Liebe Leute, wir haben alles überlebt, ja, und wir werden auch das überleben. Es ist ein Skandal, ehrlich gesagt, dass ich hier angezeigt werde, ja. Und wie gesagt, in ein paar Tagen wissen wir mehr.
Und ich will wissen, was ihr glaubt, wer das ist, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich laber nur irgendwas. Ich habe jetzt schon vergessen, was ich vor 10 Minuten erzählt habe. Und vielleicht wisst ihr ja, wer mich hier anzeigen könnte. Ja? In diesem Sinne, macht es gut und schreibt mir in die Kommentare. Und ihr wisst, ab heute ist es Hashtag Free Bernhard. Ja? Das ist eine heikle Angelegenheit, sage ich euch. Free Bernhard. Also, schreibt.